Das heutige Video ist richtig geiler Content. Schön, dass ihr da seid. Eine Frage, die mich ja immer wieder umgeistert, ist: Was zum Verfick, dass ich bloß wieder im Intro zusammenlabern soll? Um mich inspirieren zu lassen, habe ich mal so einen kurzen Abstecher auf eine Plattform gemacht, die vielleicht der ein oder andere kennt. Ja, fängt mit Tick an und hört mit Mach's lieber nicht auf. Klar, die Idee war jetzt nicht so das Beste, was du machen kannst. Ich habe auf das erstbeste Video geklickt, was mir da vorgeschlagen wurde. Du hast da was im Arsch. Was denn? Na, meine Augen. Alles klar, das reicht auch schon wieder. Sind mir da alle viel zu witzig. Left foot, right foot, levitate. Wir müssen jetzt ganz schnell ein Horror-Game spielen. Und da freue ich mich schon seit Tagen drauf, Leute, auf das neueste Game von Chiller's Art. Ich liebe ja das Setting dieser Spiele und euch hat es auch bis jetzt immer gefallen, was wir nicht alles hatten. Vom Kassierer im Supermarkt der Weirdos, Altenpflegehelfer und jetzt eben hier Postzusteller mit Schichtzuschlägen. Da ist für jeden was dabei. Immer wieder interessante, witzige, aber auch komische Ideen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nun denn also. So, Delivery Man, der traurigste Superheld Tokios, Alter. Also, nach seinem Schwager natürlich, den ich stoppe jetzt, aber wirklich den Walfangman. Beides nicht wirklich steile Karrieren, muss ich sagen. Jo, kann man das hier bitte irgendwie ausmachen? Ich brenne drauf, ja. I'm sorry, Leute, ich weiß, das lebt hier so ein wenig davon, aber da kriege ich eine Vollmeise. Und auf YouTube sieht es dann auch immer aus wie Arschbacken, also. Das ist also der Ort, an den mich meine Zunft brachte, ja? Warum liefere ich denn überhaupt Dinge mitten in der Nacht? Was soll das denn? Ich meine, gut. Es sei denn, keine Ahnung, Marihuana-San aus der Shibuya-Straße 3 hat die THC-geschwängerte Entscheidung getroffen, heute noch sexuelle Schweinerei mit einer frischen, heißen Pizza Margarita einzugehen. Dann bin ich natürlich dein Man, Alter. So, dann hole ich mal die Pakete aus meinem Transporter. Das ist mein letzter Halt. Nachdem ich diese 5 Pakete ausgeliefert habe, bin ich fertig für heute. Danach eine Kanne Sake in den Hals gestellt und dann wird auf jeden Fall ordentlich der Feierabend zelebriert. So, Paket C, damit fange ich mal an. Oder nehme ich jetzt alle? Keine Ahnung. Okay. Habe ich mir die jetzt alle unter den Arm geklemmt? Richtig schön mit Achselwasser vollgesogen. Ja, nee, ich habe nur eins für Raum 206. Ich nehme mal an, das heißt Apartment 206, aber Raum, Apartment. In vielen asiatischen Großstädten liegt da jetzt nicht so ein großer Unterschied dazwischen. Ist es nicht eigentlich verdächtig, hier mit einer Taschenlampe mitten in der Nacht um die Häuser zu ziehen? Schatz, stell die Selbstschussanlagen an, da kommt ein Einbrecher. Oh. Ups. Ich glaube, das war nur die Pause. Naja, ich hoffe jedenfalls, die erwarten ihre spätabendlichen Amazon-Dessert-Schalen schon sehnsüchtig. Ich denke mal, das ist die erste Etage. Ich muss zur zweiten. 206 ist mein Ziel. Und ich werde meiner Berufung alle Ehre machen. Kraft des mir verliehenen Amtes als Delivery-Man mit Zählschwäche. Ja, so sieht's aus. Ich glaube ja, hier sind wir richtig. Eins noch um die Ecke. Aha. Was sollte ich tun? Doorbell Intercom? Einfach nur klopfen oder weggehen und dich unter der Brücke verstecken oder so? Ich weiß, ich kann ja erstmal klopfen. Was? Hallo? Ich höre sie da drin rumwuseln. Alles klar, alright. Ich probier's mal mit der Klingel. Der wechselt gerade irgendwelche Lampen und fällt von der Leiter oder sowas. Jo, willst du jetzt dein Paket oder soll ich dir einen Haufen vor die Tür setzen? Nö, das geht auch klar. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, der kommt irgendwie nicht. Ey! Aufmachen! Pff, oh mein Gott! Hi, Sir. Ihr, Gliedmaßen- und Nackenstabilisator, den Sie bestellt haben? ja? Au? Oh? Du hast viel zu lange gebraucht! Ich wickel dich gleich in deine Krawatte ein. Du gibst einen spitzen Magier ab, du Brummer. Geh weg von hier! What the fuck? Hallo? Ich... Hydration ist wichtig, mein Kerl. Ja, das ist das, was ich an meinem Job hasse, Leute. Die Menschen. Was soll das denn, Alter? Vor allem hat der jetzt... Ich hab dem das trotzdem gegeben? Ich hätte es ihm direkt in den Hintern geschoben, wenn man mich gefragt hätte. Was war denn mit dem los, Alter? Ich glaube, der hat sich geärgert, dass er seine Dildo-Sammlung in einer falschen Größe bestellt hat. Das passt dann nicht. Was ist denn hier los? Ah.
Puzzle in einem Horrorgame. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Gut, nehmen wir das nächste. Na, irgendwie vielleicht was Leichtes oder so? Komm, das sieht sympathisch aus. Let's go. So, das ist für Zimmer 502 in Ordnung. Also müssen wir ganz hoch. Das liegt überhaupt 5 Etagen? Ja, scheinbar. Also wenn das hier nicht der Ground Floor ist, sondern die erste Etage. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Moment mal. Ich meine, ist das... Weißt du, am liebsten hätte ich jetzt meinen Cousin, den Trashman, gefragt. Aber ich glaube, da kommen wir erst im Müllabfuhr-DLC hin. Ja, das tut mir ja wohl leid. Ich kann doch hier... Ist doch ein Fahrstuhl, oder? Funktioniert der? Ah, guck mal, Alter. Die Fortschritte der hochtechnologisierten Zivilisation. I love it. Schwuppdiwupp. Hier müssen wir hin. Klopfen und dann klingeln. Das ist meine Strategie. Funktioniert immer. Manchmal dauert es etwas, aber du musst den Leuten Zeit geben. Hallo, oh wow. Ich bin sehr froh, dass sie ihr Outfit passend zur Gesichtsfarbe ausgesucht haben. Der Yeti einfach. Moin, Meisterin. Dankeschön. Ich habe eine Belohnung für einen großartigen Service. Trinkgeld oder ein benutzter Schnippi? Ich bin für alles offen. Sie lieben doch Katzen genauso wie ich, oder? Katzen oder Pussy? Sorry. Naja, ich meine mit so einem delikaten Süßchen. In jedem Fall. Nimm es und gehen Sie von dann. Hat die mir jetzt Katzenfutter gegeben? Ich fühle mich misshandelt, also. Was? Ach komm. So 10 Yen hätten es auch getan. What? Was soll ich denn damit jetzt? Also, oh, damit war ich mir nachher richtig gemütlich. Mit meinem Krugsake und einer Dose Katzenfutter, ist klar. WTF? Boah, ich hab den Turbo eingelegt. Erdgeschoss ist auf jeden Fall Stockwerk 1. Muss ich hier nochmal umschauen. Warte mal. Katze, Katzenfutter. Ein Schelm, wer an den Diätplan denkt. Jo, grüß dich. Ja, enjoy deine Blechdose. Ach, jetzt komme ich hier ran. Ja, das wollte ich doch schon immer. Was ist das denn hier, ein Brief? Hey, wie geht's dir? Wie ist es in deinem neuen Apartment? Ja, offensichtlich besser als zu Hause, Mom. Sonst würde dein Brief nicht direkt im Müll landen. In deiner vorherigen Wohnung musstest du ausziehen, weil die Mitbewohner dich beleidigt haben. Danke fürs Einreiben. Wirklich sehr freundlich von dir. Ich liebe dich auch, Mutter. Ist es jetzt besser? Davor waren die Leute, haben sie sich selber lächerlich gemacht, indem sie sich lustig gemacht haben über deine Behinderung und Wohlstand und so. War es nicht so? Ja, Mom, es war genau so. Okay, mein Sohn, wie haben sie dich nochmal genannt? Bastard. Alter, ich habe so viele Male zuvor gesagt, du bist nicht schuld, also gib sie dir nicht selbst. Und sei nicht ungeduldig wegen dem neuen Job oder einen zu bekommen. Hey, du bist mein Sohn. Du bist so okay, wie du bist. Es kommen bessere Zeiten. Mob. Ja, danke schön. Kann ich jetzt vielleicht an meinen wohlverdienten Feierabend denken und nicht in andere Leute Müll rumsuchen? Ich meine, ist ja interessant und überaus entzückend, aber halt, bin immer noch für so 10 Yen als Trinkgeld, muss ich sagen. Ich nehme jetzt mal Paket B. Das sollte sich als äußerst zufriedenstellend herausstellen. Ich bin mir sicher, da wo ich jetzt hin muss, da erwartet mich nicht ganz freundliche Person, die auch in keinerlei Hinsicht irgendwie merkwürdig ist, weil niemand ist hier irgendwie merkwürdig, richtig? Korrekt. Ich habe nur geguckt, ob der vielleicht so ein kleines Luftgewehr in der Hand hat und da steht. Wo muss ich denn eigentlich hin? 401. Okay, da kann ich gleich wieder den Fahrstuhl bemühen, würde ich sagen. Moment mal. Ich quatsch den mal an und frage ihn, was so seine philosophischen Gedankengänge sind in dieser Nacht, während er in diesen Hinterhof starrt. Mal gucken, eventuell hat er ja irgendwas Interessantes zu melden. Bin sehr gespannt. Der war doch gleich hier, oder? Auf Etage 1. Okay. Funktioniert das? Warte. Hallo? Alter, der Fahrstuhl ist übelst weird. Ich vertraue dem irgendwie nicht. Wow, Alter.
Der ist so eins mit dem Kosmos geworden, er ist transzendiert. Interessant. So, jetzt muss ich ins fünfte fahren, um da hoffentlich runterzukommen. Oder ich guck mich erstmal hier um. Vielleicht will das Spiel mich ja hier haben. Keine Ahnung. Wo ich schon mal da bin? Gibt's hier irgendwas interessant? Ja, mrrr. Der hat die Müllermilch gefunden! Der hat sie! Ey, komm, wir teilen uns den Gewinn. 50-50 würde ich sagen, finde ich fair. In Ordnung, Alter. Der hat da richtige Sauereien am Start, ey. Und McDonald, der ist warm, ja, ja, oh. Murmur hier und Murmur da. Hier, Murmur da und Murmur, überall Murmur. 401. Erst klopfen, dann klingeln. Meine Devise. Wobei, die Frau, die hat meine Strategie unterbrochen. Kommt da gleich eine Machete raus, oder? Warte mal. Ey, das ist doch der von Cry of Fear. Grüß dich. Wir haben uns lange nicht gesehen. Da ist ein bisschen Popel in der Nase. Soll ich dir ein Tuch geben oder so? Ich habe Angst. Das hätte ich auch. Ich bin nämlich eine äußerst einschüchterne Gestalt. Bin ich da der Einzige? Hast du keine Angst? Nein, ich bin der Wanderpsychologe. Gehe von Haus zu Haus und helfe Leuten mit fettigen Haaren, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Dieser ganze Ort. Ich werde irgendwie Teil von ihm. Egal. Vergessen Sie es. Okay, ich hab's vergessen. Machen Sie sich einen schönen Abend. Warte mal, ich hab doch noch was für Sie. Oh, ich? Ich hab das Zimmer nicht verlassen seit... Ich weiß nicht. Ich hab's nicht gezählt. Oh, ja. Wir sind hier, um ein Paket auszuliefern. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Und Ihr Paket ist es irgendwie... Naja. Reden Sie mit dem Priester? Ich kann ihnen nicht vertrauen, bis sie nicht mit dem Priester geredet haben. Er lebt im Apartment Nummer 105. What the? An dem Punkt wäre die Machete, die da rauskommt, um meine Nase abzuschneiden, wesentlich weniger merkwürdig. Apartment 105, ja? Die spinnen hier. Ich hab mich doch gar nicht umgeschaut. Oh, guck mal, ich hab Wasser. Alright. Danke dir, Digga. Ich geb dir das noch nicht zurück, ey. Das kann er aber sowas von vergessen. So, warte mal, da muss ich hin? Gibt's hier eigentlich noch irgendwo was Interessantes zu sehen, oder? Warte mal, das muss ich ja nochmal erkunden. Ja, so ein Spielplatz. Ein Hund? Oh, moin! Ach, du willst das Wasser, ne? Ach, guck mal an, Alter. Ja, ist wie ein feiner Junge. Oh, ist der süß. Komm mal her, Buddy. Ja, trink deine Schüssel voll Luft. Die Flasche war nämlich leer. Haha, und jetzt musst du verdorsten. Kohei, hast du dich an deine neue Umgebung gewöhnt? Du sagtest, du tust dein Bestes, um mit jedem klarzukommen. Und wie läuft das so für dich? Lachen sie dich wieder aus. Ich weiß, dass du sehr, sehr höflich bist und andere Leute werden das auch feststellen. Fang mit einer Person an, dich mit ihr anzufreunden, meint sie wahrscheinlich. Und was die Arbeit angeht, ist es okay, langsam zu arbeiten. Du denkst immer so pessimistisch. Versuche, eine positive Einstellung zu gewinnen. Und, wo wir gerade davon sprechen, wie geht's dem Hund? Aikichi, oder? War doch der Name. Zeig mir ihn beim nächsten Mal, okay? Mom. Herz allerliebst. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt hier mir alles bringt, aber... Ich freue mich. Na, dann gehen wir mal hier zum Kuppelpriester, oder... Was ist das denn? What? What? Was war das denn für eine Szene? Die haben eine Macke hier, also. Wo ist denn der hin? Hallo? Klaut er mir jetzt meinen Lieferwagen? Boah, das ist übelst ein Panzermobil, Alter. Da werden die ganzen Staatseinnahmen auch gelegentlich transportiert. Ich habe keinen Plan, wo der sich hinverzogen hat. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, der kennt hier die Schleichwege. Ist halt gut, dass ich die einzige Zufahrt hier komplett blockiere, ey. Auf die volle Breite. Naja, in Ordnung. Ich habe jetzt mit seiner Heiligkeit hier zu sprechen. Ganz wichtige Angelegenheit über irgendwelche Verrückten aus der vierten Etage oder so. Mal schauen, wo mich das hinführt. 105, hier sind wir. Ach, guck mal.
den würde ich auch zu Rate ziehen, muss ich sagen. Da hat sie auch eine ganz spezielle Lieferung bestellt. Vielleicht habe ich da noch ein Bäckchen. Wollen wir mal schauen? Ich sehe, Michiro hat dich hergeschickt. Ich bin der örtliche Priester. Das habe ich auf den ersten Blick gesehen. So wie der grinst. Ich kann spüren, dass das Paket verflucht ist. Nee, ich bin das, der hier so riecht. Es tut mir leid. Es ist Ende der Schicht, müssen Sie wissen. Okay, du musst mir ein Angebot machen. Bevor ich das, die Reinigung an dem Objekt vollführen kann. Geldmäßig? Oh, nee, Leute, jetzt müsst ihr Kanalmitglied werden. Ach, ärgerlich. Ich wollte es halt euch nicht so aufdrücken, aber ihr seht, ich kann noch nichts dafür. Wo soll ich denn jetzt Geld herkriegen? Spinnt der ein bisschen? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach Geld von dem Typen da oben verlangen. Wo war denn das? Nee, ich glaube, ich muss... ich muss eh ins Fünfte, um zum Vierten zu kommen. Stimmt. Da liegt ja noch der Müll. Das ist sehr, sehr typisch für Japan. Dass es so unaufgeräumt ist, müsst ihr wissen. Das ist natürlich klar. Moin. Nichts für ungut, aber ich brauche halt leider alle deine Knete. Das hat der Priester gesagt. Ja, ja, und ich werde es danach ihm ausliefern. Mhm. Alter, Geld, hast du noch ein bisschen mehr? Der hat das gesagt. Also, wir sollten ihn noch nicht enttäuschen, oder? Ich werde dann nach Hause fahren. Du hast mit dem Priester gesprochen? Direkt? Was für ein Glück du hast. Ich habe nur über die Klingel mit ihm Wörter ausgetauscht. Oh, er braucht Geld? Warum? Natürlich. Was der Priester sagt, stimmt. Hier, gib ihm das. Aber stell dir sicher, dass du ihm das so sofort gibst. Ich möchte nicht, dass er wartet. Das ist halt komplett Banane, Alter. Diese sind ja alle so bescheuert. Deswegen liebe ich die Spiele halt. Weil die Leute hier immer so total spleenig sind, ey. Das ist so Kracher. Ja, deine Kohle, du Brummer. Okay, lass mich da mal nachrechnen. Warte. Was? Das kann doch niemals genug sein. Denkt Michiro, er kann damit durchkommen? Ja, du bist damit durchgekommen, als du Darth Vader ausgebildet hast. Also, ich meine, der will jetzt mehr, oder was? Was hat der da für komischen... Der hat da eine offene Hose? Du Schwein! Michiro, die Scheine ran! Ah, nee. Sorry, nichts für ungut, hab sie verwechselt. peinlich. Oh, moin. Was? Es war nicht genug? Vergib mir, liebe Priester. Ich hoffe, das wird helfen. Das ist alles, was ich für diesen Monat übrig habe. Ich muss meine Eltern noch mehr fragen. Ja, ich komme noch dreimal, weil es dem Priester immer noch nicht reicht. Das irgendwann auffallen würde, ich weiß nicht. Oh, ist dein geistiger, faltiger Mr. Krabs Arsch jetzt zufrieden? Also, lass mich da nochmal nachrechnen. Wait, what? Ach, das ist genug. Natürlich nur knapp. ich vergebe ihm heute mal. Okay, lass uns das Ritual vollführen. Was? Fertig. Was? Hä? Jetzt geh weg. Was? Das Ritual, Alter. Ich glaube, der hat kurz mal seinen runzeligen Schniedel gegen das Paket geschlagen oder so. So, hier, jetzt nimmst du das Paket bitte an, Alter. Vergeben Sie mir, Priester. Jo, ich bin's nicht. Ich bin immer noch the Delivery Man. Okay, jetzt bin ich bereit, das Paket zu nehmen. Jetzt geh weg. Der wollte noch ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, das klappt jetzt nicht mehr. Schade eigentlich. Ich habe noch eines auszuliefern. Aber ich bezweifle, dass es das dann damit schon war. Okay, wisst ihr, was die bedeutet? Ich werde jetzt hier mal einen kleinen Cut machen. Ich werde mal nachschauen, ob das Spiel noch eine Weile gibt, indem ich die Zeiten von anderen YouTube-Videos checke. Und dann sehen wir auf jeden Fall uns in der nächsten Folge. Ansonsten hänge ich das ja gleich mit dran. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es wie immer mega witzig und lustig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dankeschön, haut rein und macht's gut.